Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Giftbox von Unique. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gift von Unique, heute am 20. April 2018 erschienen. Wir machen das Ganze mal aus der Folie und dann schauen wir uns das mal im Detail an. Es ist auf jeden Fall eine riesen Box, die wir hier haben. Also rein von der Form her schon mal beeindruckend. So, auf der Folie, da hatten wir noch so einen FSK 16 Aufkleber. Der ist jetzt weg. Was bedeuten wird, dass wir auch hier wieder eine DVD oder ja, Filmmaterial in irgendeiner Form vorfinden werden. Gut, was interessant ist an der Box, wir haben hier das Cover und das ist in dem Fall ein Sticker. Okay, kommen wir gleich noch dazu. Dann haben wir hier die Box dann an sich in schwarz gehalten. Wir haben oben und unten so ein Schlangenmuster und in der Mitte haben wir dann so eine schwarze Banderole, so ein schwarzes Papier mit dem goldenen Unique Logo. Rundherum zieht sich dieses schwarze Schlangenmuster. Und auf der Rückseite lesen wir dann Willkommen bei Cobra Militär, auch wieder in Gold. Schlangenmuster, Schlangenmuster. Und dann haben wir hier Barcode und Credits. Gut, dann machen wir dieses Zusatzelement hier mal ab. So, und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Das Ganze, was mich sehr freut, ist abnehmbar, also der Deckel nicht zum Aufklappen, sondern wirklich so zum Runternehmen. Von innen auch wieder schwarz. Und dann haben wir hier einmal eine Fahne, eine Bauchtasche, eine Sturmhaube, eine Bonus-EP, einmal das Album an sich, einmal die DVD, Halskette, Dogtags, noch weitere Sticker, ein Stück Plastik, ein Poster, zwei Poster, okay, und dann haben wir hier dann noch einmal das Logo von Unique, ebenfalls wieder in schwarz in dieser Glanzoptik. Okay, wir machen das Ganze mal wieder zu und schauen uns den Inhalt mal an. Ist ja echt eine Menge. Also, nachdem hier sehr vieles noch in Plastik verpackt ist, in Folie, werden wir das mal alles hier rausholen. Also einmal die Bauchtasche, dann einmal die Sturmhaube. Und dann natürlich auch noch die Fahne. Dann haben wir die Dogtags. Und dann noch die Alben bzw. die CDs. Die werden wir auch noch aus der Folie holen. Also da geht eine Menge Zeit drauf, nur mal um die ganzen Sachen aus der Folie zu holen. Heftig auf jeden Fall, was hier so alles dabei ist. So, einmal und zweimal. So, aber jetzt kommen wir dann endlich wirklich zum Inhalt. Wir starten immer mit dem Album. So sieht das Ganze aus. Das Cover kennen wir bereits von diesem riesen Sticker, der auf der Box war. Gift und Unique lesen wir hier. Und dann haben wir hier zumindest die Hälfte ihres Gesichts ungefähr abgebildet.
Sieht etwas merkwürdig aus mit diesem ganzen Schmuck, Glitzer und verlaufener Farbe hier im Gesicht. Aber ist auf jeden Fall ein Cover, das irgendwie im Gedächtnis bleibt oder hervorsticht. Das Ganze in einem Standard Jewel Case gehalten. Wir haben hier auf der Seite auch nochmals Unique Gift zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir eine Tracklist. Wir haben 19 Tracks an der Zahl. Das ist eine Menge, gerade in der heutigen Zeit. Und wir haben Features von Vaisel, Casey Rebel, Khatar, Asimemo, Mert und Adel Tawil. Dann haben wir die Credits und auch wieder einen Barcode. Dann öffnen wir das Ganze mal. So, dann werfen wir mal einen Blick ins Booklet. Wir haben hier die Infos zum Track. Also einerseits oben mal, wer das produziert, wer war beteiligt. Und dann haben wir hier zum Abschluss, oder das heißt zum Abschluss darunter, dann noch den ganzen Text schön gemacht. Aufnahmen von Unique, das Ganze in schwarz-weiß gehalten. Jawohl, gefällt mir gut. Alle Texte hier abgetippt, Wort für Wort. Weitere Fotos von Unique. Immer schön zum Mitrappen, zum Nachlesen, falls man was nicht verstanden hatte. Das, was ist das für ein Auto? Königsegg oder McLaren? Ich würde jetzt fast sagen Königsegg, aber falls ihr es genau wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Weitere Tracks. Und natürlich weitere Aufnahmen. Also das ganze Booklet in schwarz-weiß gehalten. Aber es gefällt mir sehr gut. Sowohl diese schwarz-weiß Fotos, als auch, dass man hier wirklich alle Texte Wort für Wort abgedruckt hat. Sehr umfangreiches Booklet. Dadurch. Ja. Und dann haben wir hier zum Abschluss noch einmal die Danksagung, die Infos zum Verlag und natürlich die Credits. Auch hier wieder Schmuck oder Glitzer zu sehen. Das Album, die Album-CD sieht dann so aus, auch in Grau und Schwarz und Weiß gehalten, Unique Gift. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir dann noch eine zweite CD. Und zwar ist das in dem Fall dann die Instrumental-CD. Vom Design her ähnlich gehalten. Gut, dann haben wir einen weiteren Tonträger oder eine DVD in dem Fall, auch im Jewel Case, Standard Jewel Case. Unique, pures Gift nennt sich das Ganze. Da dürfte auch die DVD drin sein, der wir den FSK 16 Sticker der Box zu verdanken haben. Auch hier lesen wir Unique, pures Gift. Und dann haben wir hier die DVD und zwar haben wir einmal die Bonus-Episode von Becoming Unique. Diese dauert ganze 33 Minuten. Und dann haben wir noch Unique Live in den Red Bull Music Studios. Das sind, soweit ich weiß, 8 Tracks. Also 8 Tracks, die da live performt wurden in den Red Bull Studios. Und dann haben wir hier, Schwachsinn, da steht es ja eh. 8 Tracks. Genau. 3 davon Akustik und 5 regulär. Und auch hier wieder die Credits. Gut, schauen wir mal. Booklet, aber ich nehme an, dass es einfach nur so ein Einleger sein wird. Warum auch was anderes? Jawohl. Also hier nochmal die Infos. Und dann hier noch ein Foto von Unique. Natürlich wieder in Schwarz und Weiß. Dann haben wir die DVD. Sieht so aus. Und auf der Rückseite, ja, DVD. Das ist die Live-Session, also das dürften diese 8 Tracks sein. Und das ist dann die DVD Becoming Unique, diese Bonus-Episode. Also so hätte ich das jetzt verstanden. Beziehungsweise Unique Live. Ich weiß nicht, ob jetzt Unique Live auch diese 8 Tracks hier performt wurden. Oder ob sich die jetzt von denen unterscheiden. Oder ob diese 8 Tracks hier einfach nochmal als Video festgehalten wurden. Muss ich mir noch anschauen. Gut, dann haben wir die Boss-EP, die Bonus-EP. Kommt in so einem Digisleeve, in so einem schwarzen, in so einer Papphülle. Und zwar haben wir hier 7 Tracks an der Zahl. Und diese 7 Tracks hat diverse Features. Und zwar sind es meiner Meinung nach oder meines Wissens 14 unterschiedliche Leute, die hier drauf sind.
Und wenn ich jetzt die Interpreten alle richtig deute, dann haben wir hier wirklich allesamt schwarze Rapper bzw. Rapperinnen, weil Unique irgendwie den, wie war das, ja, ich glaube, den farbigen Rappern einen Push geben wollte oder irgendwie der Meinung war, dass in Deutschland die zu unterrepräsentiert sind oder zu schwach vertreten in der Rap-Landschaft. Also wenn ihr die Interpreten durchlest, ich werde jetzt noch ein paar vorlesen, aber wir haben hier zum Beispiel OTW, Mo Black oder Mortel, Michael O, die allesamt afrikanischen Ursprungs und deswegen sind die alle auf dieser Bonus-EP, auf dieser Boss-EP zusammengekommen. Auch hier lesen wir wieder Boss-EP. Das Ganze kommt in dieser Papphülle. Dann haben wir 4 Sticker an der Zahl, 1, 2, 3, 4. Und zwar zweimal in Weiß und Schwarz, einmal Unique Logo, zweimal Unique Logo und dann einmal Cobra Militär Logo Schwarz-Weiß und einmal Weiß-Schwarz. Also 2 Sticker Weiß und Schwarz und 2 Sticker Schwarz und Weiß mit 2 verschiedenen Motiven. Allesamt quadratisch. Dann haben wir diese Halskette, diese Dog Tags, so sieht das aus. Was lesen wir hier? Filmschieber mit 3 Sternen darunter und so einem geflügelten Logo darüber. Cobra Militär. Was mir gut gefällt, dass diese Dog Tags hier in so einem Bumper oder in so einem kleinen, in so einer Schutzhülle sind. Also dass die nicht so abstoßen oder sich so, ja, irgendwo abreiben können. Man hat hier wirklich so eine Schutzhülle drumherum und die Kanten etwas abgesichert. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin jetzt kein großer Träger von Halsketten oder Dogtags, aber ihr könnt das natürlich dann tragen und hier haben wir dann auch noch die Möglichkeit, das Ganze zu öffnen und die Größe zu verstellen, je nachdem wie man es braucht, weiter oder ein bisschen enger, je nachdem. Dann haben wir eine Sturmhaube, diese sieht so aus und zwar ist diese auch in dieser Camouflage-Optik passend zu Cobra Militär. Hier an der Seite haben wir dann noch das Logo von Unique, ansonsten rundum Camouflage. Wir schauen uns das gleich nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Mich würde jetzt nur noch kurz mal interessieren, ob wir hier irgendwo den Hinweis finden zu dem Material, aber nein, finde ich jetzt in dem Fall nichts. Keine Ahnung, okay. Schauen wir uns gleich nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier diese Sturmhaube mit der Camouflage-Optik, kann man gut tragen, also rein von der Optik, von der Musterung gefällt mir das richtig gut. Und damit kann man natürlich auch die örtliche Tanke klar machen oder aber natürlich auch einfach nur auf die Skipiste oder Motorrad fahren gehen. So, und dann haben wir noch eine Bauchtasche. Also hier vorne nichts, hier ist das Ganze blank schwarz und mit einem schwarzen Reißverschluss. Auf dem Reißverschluss allerdings haben wir so einen kleinen Gummiüberzug und hier auch nochmal das Logo von Unique. Und zwar befindet sich dies auf beiden Seiten. Ich hoffe, man kann das sehen. Schön gemacht. Und auch auf der Rückseite haben wir dann noch hier so ein Geheimfach. So ein verstecktes Fach. Auch hier wieder mit diesem Reißverschluss, der mit dem Unique-Logo ausgestattet ist. Von innen Camouflage. Auch vorne Camouflage. Aber hier haben wir einen Zettel. Sehr schön. Und zwar lesen wir hier einmal Unique. 100% Polyester, Urban, GmbH, Germany und Made in PRC, also China. Und das Ganze kommt dann mit so einem Gurt. Dieser Gurt ebenfalls durchgängig, beidseitig in dieser Camouflage-Optik. Und dann haben wir hier so eine schwarze Plastikschnalle, mit der wir das Ganze verschließen können. Und natürlich hier entsprechend größenverstellbar. Auch hier wieder Cobra Militär-Logo, schön gemacht. Und das Ganze größenverstellbar bedeutet, ihr könnt es natürlich, wie ihr wollt, um den Oberkörper, um die Brust tragen, so umhängen, um die Schultern oder aber
um die Hüfte, je nachdem, wie man es lieber hat. Dann haben wir eine Fahne. Uiuiui. Die ist echt riesig. Und zwar ist diese ebenfalls wieder in Schwarz und Weiß gehalten. Ich hoffe, man kann das hier überhaupt sehen. Also, wir haben hier unten einmal stehen Cobra Militär. Und dann haben wir eine mächtige Schlange, wie es der Name schon vermuten lässt, eine Kobra mit einer Krone auf dem Kopf. Sieht echt mächtig aus, also gefällt mir sehr gut, das Logo oder dieser Fahnenaufdruck. Das Ganze einseitig, man sieht hier auf der Rückseite noch das Ganze durchschimmern, allerdings der Schriftzug dann falsch herum, also ich würde es auf jeden Fall nur auf dieser Seite hier verwenden. Und wir haben links und rechts, jeweils unten und oben, diese goldenen Ringe hier mit eingenäht. Also, das Ganze dafür gedacht, dass es dann wirklich auch als Fahne verwendbar ist. Bedeutet, ihr könnt dann wirklich hier so ein Seil oder so einen Fahnenstock durchziehen. Am besten wahrscheinlich mit einem Seil befestigen und das Ganze dann richtig als Fahne verwenden. Und der Ring schützt eben die Fahne dadurch, dass das Seil hier den Stoff nicht durchreibt. Riesengroße Fahne. Und zusätzlich haben wir dann noch ein Poster, in meinem Fall sogar zwei Poster. Schauen wir uns auch gleich an. Ich musste mal kurz hier etwas Platz schaffen, weil das Poster, glaube ich, auch sehr groß ist. A0, wenn ich mich nicht täusche. Oh ja, oh ja. Weil das Poster so groß wie die Fahne, wenn nicht noch größer. Also auch das Poster wieder in Schwarz-Weiß. Wir haben hier Unique abgebildet auf einem Tisch sitzend. Ich hoffe, man kann das halbwegs sehen. Rechts die Krone, links ein Bündel Bargeld oder ein Stapel Bargeld. Und dahinter, das ist echt schwer, dahinter dann diverse Personen, allerdings nicht zu erkennen. Wir können hier nur lesen Bantu, dieser Aufdruck, aber ansonsten alle hier in Schwarz, schwer zu lesen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das diverse Leute sind, die auch auf dieser Boss-Bonus-EP zu finden sind. Und dann haben wir noch ein zweites Poster. Und mittlerweile glaube ich doch, dass es kein Fehler war, sondern beabsichtigt, denn die Poster sind einseitig bedruckt. Das heißt, wir haben hier nicht auf der Rückseite, sondern auf einem eigenen Poster nochmal. Ebenfalls wieder A0, riesengroß. Uiuiui. Ich bin gerade etwas verklebt. So, aber jetzt. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das am besten zeigen soll. Also, auch hier rechts unten lesen wir wieder Unique. Und dann lesen wir, wenn es mir gelingen sollte, hier oben noch Gift, links oben, und dann haben wir natürlich noch die Interpretin abgebildet. So sieht das Ganze aus, ebenfalls wieder in Schwarz und Weiß, riesengroß in A0 und dieses eben im Hochformat. Also das habe ich auch noch nie gesehen, dass es in einer Box zwei Poster solcher Dimensionen gab, also zwei riesen A0 Poster. Und vor allem nicht doppelseitig bedruckt, sondern einseitig. Bedeutet, ihr könnt wirklich beide verwenden. Und zusätzlich gibt es dann auch noch diesen Sticker hier, der ja auf dem Boxcover drauf war. Quadratisch, das heißt, das Cover ist abnehmbar und hier wirklich als Sticker zu verwenden. Großer quadratischer Sticker. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieser Cover-Sticker quadratisch. Diese Sturmhaube in der Camouflage-Optik. Diese Halskette mit den zwei Dogtags, die Umhängetasche, die Riesenfahne, die Cobra Militärfahne, das Poster im A0 Format, im Querformat, das Poster im Hochformat, ebenfalls A0, die vier Sticker, zweimal Cobra Militär und zweimal Unique Sticker, alle vier quadratisch. Die Bonus-EP, die Boss-EP in der Papphülle, im Digisleeve.
die DVD pures Gift und natürlich das Album an sich inklusive Instrumentals, 19 Tracks plus 19 Instrumentals. Jede Menge Inhalt, meiner Meinung nach eine der stärksten Boxen dieses Jahres, vom Inhalt her auf jeden Fall. Das alles in dieser Box, Gift von Unique. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Unique unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.